Herzlich willkommen, Eckart von Hirschhausen. Hallo, danke für die Einladung. So. Selbst ein Fan von Straßenbahnen, öffentlichen Personennahverkehr, der pünktlich ist? Ja, vorhin ging es ja schon um die Elektromobilität und die Tram fährt in Berlin seit 130 Jahren elektrisch. Und CO2 quasi sparsam. Es gibt keinen Planeten B. Wann ist Ihnen denn klar geworden, dass wir ein echtes Problem haben, um das Sie sich denn auch richtig kümmern wollen? Das war die Begegnung mit Jane Goddard, mit der Schimpansenforscherin, die ich interviewen durfte und die mir mit einem Gespräch eine sehr einfache, aber wichtige Frage gestellt hat. Sie sagte, wenn wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Da habe ich geschwiegen und geschluckt und kapiert, das ist die wichtigste Frage, der wir uns alle stellen müssen im 21. Jahrhundert. Die Klimakrise ist mit Abstand die größte Gesundheitsgefahr und ich bin seit diesen 4 Jahren auf der Suche nach guten Antworten auf diese zentrale Frage. Meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen ist Teil der Antwort, mein Buch, aber eben auch mein Engagement, auch heute hier zu sein. Gucken wir uns die Erde an. Wir haben ein paar Bilder von den letzten Wochen gesammelt. Wir gucken hier nach Nordamerika. Eine der dramatischsten Kältewellen, die dieses Land gesehen hat. Da gab es Temperaturen bis minus 40 Grad. Dann schaltet man nach Australien, wo sozusagen mit die größten Überschwemmungen waren, die eben auch in diesem Teil des Landes verzeichnet wurde. Unglaubliche Wassermassen. Im Moment gerade sind die Wassermassen hier in Nordkalifornien und überschwemmen dort, nicht Nordkalifornien, sondern in Kalifornien, und überschwemmen dort das Land. Wir haben in Europa den wärmsten Sommer gehabt im letzten Jahr. Wir haben im Moment gerade in Deutschland das wärmste Silvester. Muss uns das Angst machen? Macht Ihnen das Angst? Ja, das macht mir Angst. Und was wirklich ein zentraler Punkt ist, dass wir auch ja vorhin immer über dieses 1,5-Grad-Ziel geredet haben. Und all das, was Sie gerade beschrieben haben, passiert ja schon, bevor wir diese 1,5 Grad erreicht haben. Also eine gefährliche Illusion zu glauben, bis 1,5 Grad sind wir irgendwie sicher. Wir sind im Moment bei 1,2 globaler Erwärmung. Das, was auch oft unterschätzt wird, ist, dass für die Landmassen Europa erwärmt sich so schnell wie kaum ein anderer Kontinent. Die Schäden, wir haben gerade ein paar Bilder gesehen, im letzten Jahr war ein Drittel von Pakistan überschwemmt. Wir denken immer, ja, Gott sei Dank, das ist weit weg von uns. Aber wir hatten im letzten Jahr in Deutschland alleine 4.500 Hitzetote. Wir haben einen traurigen Rekord in Menschen, die in den Hitzewellen sterben, im letzten Sommer mehr als an Corona. Mhm. Worüber haben wir die letzten 3 Jahre geredet? Das heißt, die Klimakrise ist nicht ein Thema. Das gehört auch nicht einer Jugend oder einer Partei, sondern es ist eine Frage unserer Lebensgrundlagen. Und als Arzt sage ich, die Gesundheit beginnt mit Luft, die wir atmen, mit Wasser, was wir trinken, mit Pflanzen, die wir essen können und mit erträglichen Temperaturen. Und all das ist im Moment in Gefahr. Nochmal erklären, warum ist die Hitze das größte Problem? Also abgesehen von den Hitzetoten für den Planeten. Weil wir uns an Hitze nicht gewöhnen können, weil wir eine Biologie haben. Ich möchte mal eine einfache Analogie wagen. Jedes Fieberthermometer der Erde endet bei 42 Grad. Und das ist kein Zufall, weil 42 Grad ist der Punkt, an dem Eiweißstoffe ihre Form verändern, ihre Struktur. Jeder, der mal ein Ei roh in warmes Wasser gelegt hat, kennt das Phänomen. Das Ei wird hart. Und wenn das Wasser wieder kalt wird, wird es nicht mehr weich. Und dieses Ei hat irreversibel für immer seine Struktur verändert. Und ganz wichtig, dieses Ei hat für immer die Chance auf Leben vertan. Aus einem gekochten Ei wird nie mehr ein Küken. Woraus besteht ein Ei? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Woraus bestehen wir und insbesondere unser Hirn? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Wir können uns da nicht rauskaufen. Wir haben ein biologisches Limit und das ist die große Gefahr bei den Hitzewellen. Und das heißt, es gibt Phänomene, an die kann man sich nicht anpassen, weil es... Wie Harald Lesch sagt das sehr schön, er sagt, naja, Physik gilt auch weiter, wenn man es in der Schule abgewählt hat. Weil es ja doch einige gibt, die sagt, es ist einfach so, den Klimawandel werden wir eben, eine bestimmte Erwärmung werden wir gar nicht verhindern können. Lieber also mehr auch noch zusätzlich auch investieren in die Anpassung. Ja. Ist das völlig falsch? Nee, ich kann jedem empfehlen, hier dieses Buch von Susanne Götze und Annika Jörres, Klima außer Kontrolle. Zwei exzellente, habe ich kein Problem, es ist nicht mein eigenes Buch. Es ist Klima außer Kontrolle. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wenn 22 schon das heißeste jemals gemessene Sommertemperaturereignis war, das war immer noch einer der kühlsten Sommer, die wir in diesem Jahrhundert haben. Mhm. Wir müssen anfangen, gerade sensible Infrastruktur,
Altenheime, Krankenhäuser, auch Kindergärten, auch Innenstädte, die zu hitzefallen werden für Menschen, gerade mit Vorerkrankungen, zu schützen. Und das beginnt mit baulichen Maßnahmen. Das beginnt damit, dass man nicht mehr Stahlbeton nutzt, sondern Materialien, zum Beispiel auch Holz, wo dann das CO2 auch gebunden bleibt, die sich nicht so aufheizen. Es beginnt damit, dass man Städte nicht mehr zu betoniert, sondern Flächen hat, wo Wasser versickern kann, wo es wieder verdunstet. Wir brauchen Dachbegrünung, wir brauchen Verschattung, wir brauchen wirklich ein völlig neues Denken, wie wir uns anpassen. Und das haben wir total verschwitzt. Es gibt auch Leute, die sagen, man kann sich anders anpassen. Ganz kurz, Hubert Aiwanger ist bayerischer Wirtschaftsminister. Da geht es um die Anpassung zu den Skigebieten, weil ja auch da der Schnee nicht fällt. Das ist ein Post von gestern, vorgestern. Er sagt, der heimische Wintersport heuer dank Beschneiung vielerorts immer noch möglich. Bitte den Fachleuten vor Ort, bei den Fachleuten vor Ort informieren, statt von grünen Großstadttisch aus polemisieren und alles verbieten wollen. Ist das ein gutes Beispiel für Anpassung? Frage ich jetzt mal. Also ich kann mir vorstellen, man kann springen zwischen den. Ist die Frage ernst gemeint? Ja. Nein, also dass wir mit Helikoptern Schnee irgendwie auf Pisten bringen, das ist so ein absurdes Zeichen. Der Verkehrsminister, den wir gerade gehört haben, hat ja auch im letzten Sommer empfohlen, wenn zu wenig Wasser in den im Rhein zum Beispiel ist, dass er keine Schifffahrt mehr stattfinden kann, dann soll man einfach sozusagen tiefer buddeln. Man kann Autos tiefer legen, aber man kann keinen Fluss tiefer legen. Dann fließt das Wasser halt tiefer, aber es ist nicht mehr. Also wir wundern uns manchmal, was sozusagen als liberale Anpassungsmaßnahmen vorgeschlagen werden. Symbol für die Klimapolitik in diesen Tagen ist Lützerath. Da geht es einfach um ein kleines Dorf. Klimaschützer wollen verhindern, dass da eben die Kohle, die da drunter liegt, noch abgebaggert wird. Haben Sie Verständnis für diese Klimaaktivisten? Ja, großes. Mhm. Also ich sehe, dass in Lützerath viele Welten aufeinandertreffen. Die Welten, dass wir diese ganze Konfrontation nicht hätten, wenn wir die letzten Jahre genutzt hätten, um Erneuerbare auszubauen. Das muss man sagen. Die Regierung und auch die Landesregierung muss im Moment ausbaden, was in den letzten Jahrzehnten versäumt wurde. Zum Zweiten geht es darum, was für ein Bild senden wir in die Welt. Wir tun immer so, als wenn wir in Deutschland die Weltmeister im Klimaschutz wären. Und dann verteidigen wir mit Polizeigewalt einen Bagger aus dem Jahr 1961, der für eine fossile Zeit steht, die wir längst abhaken müssen. Ja. Jede Tonne CO2, die wir in die Luft setzen, fällt uns auf die Füße. Und ich war selber mal an dieser Klippe. Da gibt es ein Foto davon, ja. Das können wir uns angucken. Also das ist ein eindrucksvolles Foto, weil es zeigt, ein kleiner Mensch, große Bagger und ein noch viel größeres Loch. Was geht einem durch den Kopf, wenn man das sieht? Ich empfehle jedem einmal, sei es in der Lausitz oder eben da in der Nähe von Aachen, einen Blick in so einen Abgrund zu werfen. Das verändert einen. Ich habe mir vor allem diese Frage gestellt, wo ist denn dieses ganze tonnenschwere Material, was da jetzt fehlt? Also ist ja ein Riesenloch. Also die Dimensionen muss man wirklich spüren, die kommen auf den Fotos gar nicht richtig raus. Und all das, was da fehlt, schwebt über uns. Alles, was wir an Kohle verbrennen, wird zu CO2. Da kommt sogar das vierfache Gewicht noch dazu, weil da Sauerstoff dazu kommt. Und all das erdrückt uns und drückt uns die Luft ab. Das ist extrem dreckig. Es ist extrem gesundheitsschädlich. Wir setzen mit der Kohleverstromung ungefähr 7 Tonnen Quecksilber auch in die Luft. Was auch mich wundert, warum diese Gesundheitsargumente nicht zentral sind bei der Energiewende. Ich wohne doch lieber neben einem Solarpanel oder neben einem Windrad als neben einer Kohlegrube. Also wir könnten es gesünder haben, wir könnten es viel, viel schöner haben auf dieser Erde und wir müssen endlich raus aus dem fossilen Zeitalter. Und die Zwischenlösung, die eben andere Länder eben auch machen. Belgien lässt die Atomkraftwerke länger laufen. Schweden hat heute angekündigt, neue Atomkraftwerke zu bauen. Was ist davon zu halten aus Ihrer Sicht? Nix. Okay, so schnell? Ja. Wir wissen, Atomenergie weiter als die Lösung hinzuhalten, ist absurd, weil wir haben es in Frankreich im Sommer gesehen, die mussten ihre Atomkraftwerke abstellen, weil sie die nicht gekühlt kriegten. Sie spielen für die Stromerzeugung in Deutschland eine verschwindend geringe Rolle. Wir haben vorhin auch von Frau Herrmann die ganzen Argumente gehört, was mit den Brennstäben und dem Uran ist. Das heißt, wir brauchen eine Zukunft, die CO2-neutral und auch plutoniumfrei ist. Und um sich um die zu kümmern, haben Sie sich jetzt von der Bühne verabschiedet? Ja. Weil es eben mehr Zeit braucht, um was zu tun.
Ja, es ist schwer, die Welt ehrenamtlich in der Freizeit zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Mhm. Und wir brauchen mehr prominente Stimmen, wir brauchen mehr Profis, wir brauchen eine Kommunikation, die wieder Lust auf Zukunft macht. Wir haben die Bilder, wir haben die Diagnose, wir haben auch die Wissenschaft auf unserer Seite. Und jetzt geht es ums Handeln. Mhm. Und das hat ganz viel mit Kommunikation, mit Psychologie zu tun. Und da habe ich auf der Bühne natürlich auch jahrelang mit viel Freude auch Menschen im Raum zum Lachen gebracht. Aber das, was im Moment passiert, das ist ganz schwer mit einer zweiten ironischen Ebene zu brechen. Und als Arzt habe ich gelernt, erstmal die Diagnose stellen und dann über die Therapiemaßnahmen reden. Und wenn jemand in die Notaufnahme kommt, dann gucke ich nach Herz, Kreislauf und nach Hirn und nicht nach Fußpilz. Und wir haben einen planetaren Notfall und es wäre eine unterlassene Hilfeleistung, sich jetzt nicht damit in erster Linie zu kümmern. Gut, also die jetzige Tournee ist die Abschiedstournee. Und weil das doch einige Menschen dann gibt, die sich an Eckart von Hirschhausen auf der Bühne gewöhnt haben, gucken wir noch mal auf die Anfänge dieser Karriere zurück. 1995 bei Jürgen von der Lippe. Das ist lange her. Ja. Und jetzt erleben Sie bitte unseren Eckart mit einem Ausschnitt aus seinem Bühnenprogramm. Rocky kann noch mehr. Er kann pantomimisch berühmte Leute nachmachen. Zum Beispiel Theo Weigel. Rocky, mach's mal. Oder Vincent van Gogh. Van Gogh. Oder natürlich Jürgen von der Lippe. Das ist jetzt wirklich 30 Jahre her, fast 30 Jahre. War das der große Traum eigentlich von Ihnen, auf der Bühne zu stehen, den Sie jetzt aufgeben? Das war sehr lustig, weil ich habe da noch als Arzt in der Kinderheilkunde hier in Berlin an der FU gearbeitet, heute Charité. Und ich dachte, das kriegt keiner mit. Das war so ein bisschen die Zeit, wo ich das noch so als Hobby nebenbei betrieben habe. Und das war ein Sonntag, es war eine Live-Sendung. Am Montag hatte ich wieder Dienst. Und dachte, mal gucken, ob das irgendwer gesehen hat. Und das damals haben es 10 Millionen gesehen. Und das war der Beginn sozusagen von einem Wechsel hin eben zu der humorvollen Vermittlung von Wissenschaft. Also auf eine Art und Weise bin ich ja den Themen, um die ich kreise, immer treu geblieben. Aber der Bühne eben auch. Ich bleibe einen ganz kleinen Moment bei der Bühne und gucke auf einen sehr, sehr jungen Eckart von Hirschhausen, der schon Kasperletheater gespielt hat, also offensichtlich schon die Familie unterhalten hat. Rechts im Bild, ich glaube, links im Bild ist die Schwester. Ja, ich hatte mal blonde Locken, ist auch lange her. Links im Bild ist die Schwester. Genau, Verena. Und es gab die Zeit eben als Medizinstudent in der Fußgängerzone das Geld fürs Studium dazu verdient. Das ist, ja was? Das ist in Italien, da habe ich gedacht, wenn man sich sein Gesicht weiß schminkt, ist man Pantomime. Zum Glück gibt es aus dieser Zeit keine Videoaufnahmen. Die wären heute wahrscheinlich bei YouTube. Aber trotzdem ist das ja jetzt mal ein großer Abschied, wenn man sagt, dann das, was mir mal sehr wichtig war, das gebe ich jetzt auf. Das ist ja schon wehmütig wahrscheinlich auch. Ja, es fällt mir auch nicht leicht. Ich hatte dann wirklich, habe hier in Berlin in der Waldbühne gespielt. Ich habe an allen großen Häusern viel Freude gehabt und ich habe in der Summe über 1000 Shows gehabt, 1 Million Leute erreicht. Mhm. Aber ich werde auch weiter dem Fernsehen erhalten bleiben, also mit Quiz des Menschen und mit Wissen veracht Erde und so. Also ich höre nicht auf zu existieren. Ich sage nur, wir haben eine Jahrhundertaufgabe vor der Nase, für die wir kein Jahrhundert, sondern nur noch wenige Jahre Zeit haben. Und da möchte ich, wenn ich irgendwann mal von dieser Bühne der Erde abtrete, möchte ich sagen, ich habe es wenigstens versucht, den Menschen zu sagen, wie wichtig es ist, sich um unsere Lebensgrundlagen zu kümmern, auch wenn sie es vielleicht gar nicht hören wollten. Das war also der Abschied von der Bühne. Weiter geht es im Fernsehen, das habe ich verstanden. Eine nächste Long-Covid-Dokumentation ist in Arbeit. Viele hatten jetzt um Weihnachten rum weniger Probleme mit Corona, sondern mit radikalen Erkältungen, Erkältungen, Grippen, die einfach nicht weggingen. Ja. Sie auch. Ja, ich lag 3 Wochen flach. Das ist was lustig. Ist das gewesen oder was ist das? Warum sind wir alle plötzlich so krank geworden? Zum Teil ist Infektionskrankheiten haben wir lange unterschätzt. Wir dachten, wir sind so schlau, wir kaufen uns da raus. Diese Pandemie, und das ist mir auch wichtig zu sagen, ist Teil von der globalen Krise. Mhm. Also, dass Viren uns Menschen beschäftigen, das war immer so, aber die Geschwindigkeit, mit der Viren aus dem Tierreich auch auf den Menschen übertragen werden, das haben wir durch Naturzerstörung, durch Artenzerstörung, durch Klima
massiv befördert. Deswegen haben wir plötzlich Westenvirus in Berlin. Deswegen haben wir plötzlich tropische Mücken, Malaria in Zukunft, auch wieder Denguefieber. Also das sind alles Dinge, die, wo ich im Studium immer dachte, damit habe ich nie was zu tun. Und das ist jetzt plötzlich real. Das ist mitten in Europa. Und ja, es ist eigentlich immer wieder ganz gut, sich daran zu erinnern, wie schnell auch ein Mensch durch so ein kleines Viruspartikel aus dem Gleichgewicht kommt. Und das sollte uns alle ein bisschen demütig machen. Wir sind Teil der Schöpfung, wir sind nicht die Krone. Und gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Gutes Schlusswort. Vielen Dank, Eckart von Hirschhausen.